Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute ein Review zu Lies of Pi, was ich jetzt die letzten Tage gespielt habe. Heute ist ja offizieller Release am 19. September. Und ich muss direkt vorweg sagen, ich hoffe, ich werde mit dem Review dem Spiel gerecht, weil das wirklich ein absoluter Banger ist. Und ich glaube, dass das Spiel nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Es wurde zwar viel Werbung geschaltet und ich habe es auch oft im Social Media Bereich gesehen, aber ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch überzeugen kann, dieses Spiel zu spielen, weil es wirklich ein extremst gutes Souls-like ist oder noch besser Bloodborne-Klon. Und deswegen versuche ich für euch jetzt so gut es geht das Spiel rüberzubringen. Ich versuche so weit es geht spoilerfrei zu bleiben, was wahrscheinlich nicht 100% möglich ist, um wirklich ein vernünftiges Review zu machen. Es wird natürlich nichts zu Endgame oder so gezeigt. Ich bin auch selber noch nicht im Endgame. Ich bin jetzt, wie gesagt, 10 Stunden im Spiel. Hab einiges schon gesehen und alle Mechanics gesehen. Und hoffe einfach, dass ich es vernünftig rüberbringen kann. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt geht's los. Als erstes ein bisschen was zum Setting. Und zwar spielt ihr hier Pinocchio. Also ist wirklich auch angelehnt an das Kindermärchen Pinocchio. Und zwar seid ihr eine Puppe, die lügen kann. Darum geht es ja auch in Pinocchio. Und im Laufe der Story müsst ihr des Öfteren lügen, um ein richtiger Mensch zu werden. Ist also eine richtig coole Umsetzung von dem Märchen Pinocchio. Ihr müsst das Märchen ja jetzt nicht kennen, um das Spiel genießen zu können. Das könnt ihr auch einfach so. Aber es geht darum, dass ihr hier diese Puppe spielt und im Gegensatz zu anderen Puppen halt lügen könnt und so ein richtiger Mensch werdet. Ihr werdet über den im Verlauf der Story über einige Charaktere aus dem Märchen stolpern, wie zum Beispiel Jiminy, die Grille und auch den Vater von Pinocchio. Das Ganze spielt in der Belle Epoque, das heißt zwischen 1870 und 1900. Das Setting gerade zu Beginn erinnert echt so ein bisschen an Paris oder London. Ich kann es nicht ganz genau einschätzen. Aber keine Sorge, die Landschaft und das ganze Setting ändert sich extremst über das Spiel hinaus. Ich habe noch nicht alles gesehen und bin schon sehr beeindruckt von dem rein visuellen. Das Ganze läuft auf der Unreal Engine. Ich kann mal ein paar Shots einblenden, wieso das Game wirklich extremst gut aussieht. Zum Kampfsystem bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, weil da kann ich einfach auf Bloodborne verweisen. Es ist, glaube ich, was das Kampfsystem angeht, ein extremer Bloodborne-Klon. Ihr habt verschiedene Waffen. Das Besondere an den Waffen ist, dass sie unterteilt sind in einen Griff und eine Klinge, wobei der Griff immer über das Angriffmuster bestimmt und auch die Skalierung der Waffe. Insgesamt gibt es drei Attribute, worauf ihr skillen könnt. Genannt werden die Entschlossenheit, Technik und Fortschritt. Den linken Arm habt ihr vielleicht schon bemerkt. Das ist sowas wie eine Jägerwaffe bei Bloodborne. Die könnt ihr modifizieren. Da möchte ich nicht zu viel verraten, weil das ein bisschen spoilerig wäre. Deswegen bleibt einfach mal im Raum stehen. Der linke Arm kann modifiziert werden, auch zum Angriff benutzt werden. Sollte man auf jeden Fall des Öfteren benutzen. Der ein oder andere Boss ist gegen das ein oder andere anfälliger. Und da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen Augenmerk drauf legen, dass der linke Arm immer auch richtig modifiziert ist. Ich glaube, mehr sollte ich dazu nicht sagen. Gegner-Variety, Boss-Variety hat mich auch extrem überzeugt. Ich hatte bisher noch nicht einmal das Gefühl, dass irgendwas gereused wurde. Die KI der Gegner ist nie unfair. Also typisch eigentlich für ein Souls-like, wenn ihr die Patterns von den Bossen und der KI und der Gegner kennt, könnt ihr die alle besiegen. Ich hatte bei einem Boss extreme Schwierigkeiten, habe dann aber ungefähr nach 2, 3 Stunden endlich begriffen, wie ich gegen ihn kämpfen muss und wogegen er anfällig ist und habe es dann auch geschafft. Also es ist fordernd wie ein Souls-like typisch, aber wenn ihr euch reinfuchst, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Eine Sache, die ich schade finde, ist, dass es kein Multiplayer gibt. Ihr habt schon die Möglichkeit, vor einem Bossgegner einen KI-gesteuerten NPC dazu zu holen, der den Boss ein wenig ablenkt und auch euch hilft im Kampf, aber auch nicht so eine extrem große Hilfe ist. Das hätte ich mir sehr gewünscht, ein Multiplayer, wie es im Souls-like üblich ist, egal ob es mit einem Bloodborne-System gelöst ist, mit einer Glocke oder ähnlichem,
oder wie in einem normalen Souls mit einem Zeichen auf dem Boden. Aber ich glaube, ein Multiplayer würde dem Spiel nochmal extrem gut tun. Die Landschaft ist relativ schlauchartig. Ich würde es vergleichen mit dem ersten Souls-Game. Ich finde es gerade in den ersten zwei, drei Gebieten ein wenig zu verwinkelt und zu verschachtelt. Da habe ich mich ein wenig schlecht zurechtgefunden. Das wird aber im Verlauf der Story sehr viel besser und die Gebiete werden übersichtlicher. Das heißt, man kann sich an besseren Orientierungspunkten orientieren. Gerade der erste Teil, die ersten beiden Gebiete sind ein bisschen schwierig für mich gewesen, aber keine Sorge, das wird nochmal sehr viel besser in den nächsten Gebieten. Ja, wie gesagt, zur Story möchte ich nicht so viel verraten. Ihr wisst, das Ganze spielt im Pinocchio-Universum. Was genau hier passiert ist, erfahrt ihr eigentlich schon in den ersten 15 Minuten. Ihr müsst quasi die Stadt Krat retten vor den Puppen. Es ist so ein bisschen an den Film I, Robot angelegt. Die Puppen sind alle wahnsinnig geworden. Warum, weshalb, wissen wir noch nicht. Und ihr müsst herausfinden, warum und natürlich auch wieder den Frieden zurückbringen. Dazu gibt es noch eine Seuche und alles andere Mögliche, aber ich will da nicht zu viel verraten. Spielt das Spiel erstmal selber. Ich kann es also zu 100% empfehlen. Ihr wisst, wenn es nicht empfehlenswert wäre, würde ich das sagen. Lies of Pi, ein extremer Geheimtipp, würde ich fast sagen. Kommt zu einer Zeit raus, wo es keine großartige Souls-like-Konkurrenz gibt. Nächsten Monat kommt Lords of the Fallen raus. Aber Lies of Pi, ein extrem, extrem, extrem guter Souls-like. Meine Top-Empfehlung, Lies of Pi, jetzt verfügbar für PlayStation und Xbox. Lasst gerne ein Like auf dem Video, da würde mich sehr freuen. Und ein Follow auf dem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich werde bestimmt noch das ein oder andere Video zu Lies of Pi machen. Ich werde hier mir bestimmt die Platin holen, die relativ schwierig aussieht und dazu bestimmt auch wieder ein Video machen, wie ihr selber die Platin holen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.